Hallo ihr Lieben, Olga, Cecilia und herzlich willkommen zu einem weiteren Smash-Video auf dem Kanal. Wieder eine Top 10 ist aber heute so ein bisschen anders gemacht und zwar mehr auf Comedy. Heute gibt es nämlich Top 10 Trigger Moves und wie könnte ich das besser demonstrieren als so typische Trigger zu Schauspielern, ne? Ganz ehrlich. Viel Spaß bei diesem Video. Ich denke, das wird mal ein anderer Take auf so eine Top-10-Liste. Normalerweise bin ich immer dead serious, weil ich auch eine competitive Spielerin bin und das alles sehr ernst nehme hier auf YouTube. Aber heute mal so ein bisschen lustig gehalten, weil nur so kommen Trigger-Moves auch triggering rüber. Also, viel Spaß! Platz Nummer 10 geht an Samus Forward Air. Was soll ich dagegen machen? Ich darf nicht mehr springen, ich darf nichts. Wenn ich normal approach, dann kriege ich Charge für eine Fresse, Dash und darf ich nicht ground bleiben, darf ich nicht. Dann kommt dieser mega lange Grab. Also, was darf ich überhaupt? Diese verdammte Range. Multi-Hit, das riecht mich so auf. Das Edgeguard, das geht mir so auf den Geist. Ich darf nichts, nicht mehr springen. Dieser Move nervt. Platz Nummer 9 geht an Jokers Down B. Warum ist jetzt Ascent voll? Weil, guckt euch die Leiste an. Die Leiste ist schon fast voll. Ascent ist jetzt schon fast da. Vorhin nur einmal gekontert hast? Was ist das für ein Bullshit? Und Edgeguard kann ich dich auch nicht. Ich kann es einfach so lange halten. So lange wie du hältst, bist du halt unverwundbar. Was ist das für ein Scheiß? Ich hasse die Down B. Platz Nummer 7. Geht an Crumbs ab hier. Weil, ihr seht es. Mann, du hast mich bei 0% getötet. Dieser Move ist nicht fair. Warum zieht das da runter in der Kante? Bei 0%. Du hast unverdient gewonnen. Das zählt nicht. Echt, die AP ist so ein Bullshit. Der Stock war so unverdient. Platz Nummer 6 geht an Incineroar's Side B. Oh, muss mir jetzt immer wieder anschauen, wie dieser Boxring da aufgestellt wird und du der Next WWE Superstar wirst. Es ist so nervig, immer wieder die gleiche Animation, dann wirst du weggeschleudert. Das ist ein Command Grab, das ist super lang aktiv, covered sogar Spot Dodges, covered Rolls. Dieser Move ist so nervig. Ich sehe es einfach nicht ein, dagegen zu verlieren. Ich will nicht mehr. Echt. Da mach doch gleich deine Wrestling-Karriere. Es nervt. Platz Nummer 5 geht natürlich an YouTube wieder der Piranha-Pflanze. Aber du musst immer das Gleiche. Diese blöde Kugel. Dann ist sie noch so lange aktiv, macht voll viel Damage, macht voll viel Shield-Schaden, kullert da noch rum und du drückst einfach nur B. Es ist einfach B, der Charakter. Es ist so nervig. Wieder die Kugel und wieder die Kugel. Wow, du bist so kreativ mit der Piranha-Pflanze und wieder die Kugel. Und guess what? Was tötet mich? Die Kugel. Was macht den Schaden? Die Kugel. Kugel, 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 Kugel. Kugel, the character. Platz Nummer 4 geht an Clouds Abi. Nur Abi. Abi out of shield. Abi out of shield. Kannst du noch was anderes als Abi? Clouds Antwort darauf. Platz Nummer 3 geht an Inklings Roller natürlich. Oh, immer Roller. Und jetzt bin ich wieder gebarriert und komme da nicht raus. Bevor ich so stark mache und den darfst du einen Smash aufladen. Mit welcher Berechtigung? Was ist das für ein dummer Move? Und gegen quer dich auch noch dadurch. Das ist komplett dämlich. Dieser Char nervt. Dieser Char sackt. Platz Nummer 2 geht an Mr. Game & Watch Abi. Die Abi von Mr. Game & Watch ist der Meme auf dem Kanal. Das gefällt in jeder Top 10 Liste. Echt. Und ihr wisst alle warum. Oh, das Einzige, was du machst, ist Abi out of shield. Wow, kann der Charakter auch noch was anderes? Abi out of shield, the game. Du kommst aus Abi, du hast mega die Range aus Abi, ist auch noch Frame 3. Es macht doch keinen Spaß, dahin zu spielen. Es ist einfach, ich spiele nicht gegen Mr. Game & Watch, ich spiele gegen die Abi. Ist das spaßig? Ich will dich kommen, du gehst raus aus dem Kommen mit Frame 3 Abi. Ich werde offstage geworfen, ich werde geedgeguard mit der Abi. Ist das witzig? Definitiv nicht. Ich möchte nicht mehr gegen jemanden spielen, ich heiße so Braindead. Warum existiert er? Warum existiert die Abi? Stage Spiken tut ja auch noch. Dieser Move ist einfach nur Garbage. So ihr Lieben, wir sind vorbei. Honorable Mention, Snake, Dash Attack, Urlaub in Mallorca, Gehirn ausstellen, Dash Attack, Mann. Auch ein absoluter Trigger-Move, weil Invincibility und, ja, was soll man jetzt sagen? Spamst ja nur Dash Attack. Du spamst dich Rolle, du spamst Dash Attack. Ach ja, da rollt Snake sich auch. Bowser. Oh, schon wieder Side B. Command Grab Frame 6 mit der Range. Und jetzt müssen wir mal anschauen, wie Bowser mit mir kuschelt. Diesen Mist hier. Oh, nee. Steve Side B. Oh mein Gott. Jetzt kommt der aus der Lore. Oder
Die Lore grabt dich und buried dich und musst anschauen, wie dein Charakter Lorentour macht. Echt so nervig, chillen kannst du nicht. Nichts kannst du machen. Die Lore ist einfach eine Gefahr für die Menschheit. Und Jean K. Rebecca. Es gibt kein triggernderes Gefühl, als wenn King Karu dich offstage backert. Einfach dieser Sound, dieses Geräusch und einfach wieder die Faust so schwingt, wieder dich damit runterdrückt. Das triggert einfach. Das triggert einfach. Diddy Kong Side B. Oh, jetzt klebt der Affe da, macht wieder Schaden. Ich kann sie schälen. Und wenn ich dash oder so den Konterkick, viel zu viele Mix-Ups in einem Move. So ein nerviger Move. Und ich habe keinen Bock, über einen Affen an mir kleben zu haben. Echt nicht. Habe ich echt keinen Bock drauf. Bayonetta Witch Time. Kannst einfach nebenbei eine Tasse Tee kochen und der Gegner ist immer noch in dieser Animation gefangen. Das ist für mich persönlich mein größter Trigger. Witch Time. Muss ich aus Erfahrung reden. Weil das ist so lang und die können so lange einen da kommen. Und echt für mich mein persönlicher Nummer 1 Trigger. Aber wie gesagt, es geht ja hier um die Masse. Die meisten Leute am meisten triggert. So, das waren die Honorable Mentions. Kommen wir jetzt zu der Number One. Number One Trigger Move ist natürlich, wer hätte es gedacht, Nespeak of Fire. Oh, du spammst nur Peak of Fire, du kannst nichts. Du drückst nur Peak of Fire. Oh mein Gott, du hast deine Seele verkauft an Ness. Du machst nur Peak of Fire. Und was Ness antwortet darauf? Peak of Fire und? Okay. So, ihr Lieben, das war der Top 10. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war halt ein anderer Take. Normalerweise quatsche ich einmal vom Moves so sind, wie sie sind. Bei den anderen Top 10 sind halt normalerweise ein bisschen professioneller gehalten. Aber heute hatte ich einfach ein bisschen Lust, so ein bisschen zu schauspielern und wirklich die Trigger auszuleben. Wie gesagt, von dieser Liste triggert mich persönlich nichts, außer vielleicht Bayonetta Witch Time, manchmal die Bowser Side B. Aber ja, das ist halt so, wie die Masse reagiert. Die meisten triggern genau diese Moves. Auch Zelda New TV triggert mich persönlich überhaupt nicht. Der Move hat ein Punish-Fenster, der Move hat Lag. Aber ja, wenn man unvorsichtig approacht, kann der Move schon nervig sein. Das will ich auf die Masse bezogen, das war nicht meine Personal-Liste. Und die Trigger waren natürlich auch nur geschauspielert. Ich reg mich nicht auf. Nicht bei diesen Moves. Doch bei Joker da haben wir auch manchmal. Wenn er plötzlich wieder Ascend hat, das war schon ein bisschen zu sehr. Gebe ich jetzt so. Gut, ihr Lieben, das war wie gesagt ein anderer Take. Könnt ihr mal in den Kommentar schreiben, ob euch sowas auch gefällt. Top 10 mit Comedy gemischt. Hat sich halt hier angeboten, mein Trigger. Weil ich da wieder ein bisschen schauspielen kann. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecilia. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!